Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum SoTalk. Heute zu Gast bei uns ist Veronika Roos, Leiterin Geschäftsstelle der Solothurner Filmtage. Hallo Veronika, schön bist du hier. Danke dir. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe es gerade gesagt, Leiterin Geschäftsstelle Solothurner Filmtage. Das klingt so ein bisschen wie ein technischer Begriff, den man sich vielleicht nicht viel darunter vorstellen kann. Kann man kurz gesagt sagen, du sorgst eigentlich dafür, dass alles reibungslos läuft an diesen Filmtagen? Ja, das ist eigentlich sehr gut gesagt. Also, es ist so, dass wir uns ja wirklich aufteilen. Die Direktorin, die wirklich für die künstlerischen Inhalte sorgt, das Programm zusammenstellt mit der Auswahlkommission. Und ich schaue mit meinen Leuten, schauen, dass einfach rundum alles gut läuft, dass wir die Räumlichkeiten haben, die wir brauchen, dass wir auch die Finanzierung sichergestellt haben und einfach so ein bisschen die Sachen, die administrativ sind. Das ist unter mir. Genau, du hast jetzt schon gesagt, Raumiete, Sponsoring, was kommt sonst noch dazu? Marketing, ist das auch dein Bereich? Genau, die ganze Werbung, die wir machen rund um die Filmtage, auch Beflaggung, die Aussenbeschriftung, was man sieht, was so dekoriert ist, schön in der Stadt und so, das läuft alles über mich. Dann bist du wahrscheinlich während dieser Woche vielleicht ein bisschen mehr hin und vor, ziemlich schwer beschäftigt, oder? Ziemlich im Stress. Kann man schon so sagen, vor allem wenn man es wie ich jetzt das erste Mal gemacht hat. Es war schon sehr streng gewesen. Vor allem, ich würde sagen, so die letzten drei Monate in der Vorbereitung, da bin ich mir manchmal ein bisschen vorgekommen in einer Wäschtrommel. Also da hat es manchmal nur noch einfach mit mir gemacht und ich habe probiert immer wieder Luft zu holen und zu schauen, was muss gemacht sein. Jetzt während dieser Woche hat es wirklich super funktioniert. Also da hat man wenig müssen troubleshooten. Es ist sehr gut gegangen und da bin ich natürlich sehr froh gewesen. Also vorher ist schon die grosse Bütze. Du sprichst es gerade an, eben, es ist ja nicht nur die Woche, das wäre ja wie nicht genug für das ganze Pensum. Es gibt natürlich auch eine Vorbereitung, die sehr viel zu tun gibt. Wie ist das? Bist du dort auch dabei, wenn man die ganzen Filme anschaut? Die werden ja alle von einem Komitee zuerst einmal visioniert und ausgewählt. Gehört das auch zu deinem Aufgabenbereich? Nein, das gehört nicht zu meinem Aufgabenbereich. Also das macht wirklich die Zeraina Rohr, macht das zusammen mit der Auswahlkommission, wo sie die Filme visionieren, sogenannt. Und wir kommen dann erst nachher im Spiel, wenn dann das ganze Programm zusammengestellt wird oder auch wieder von ihr mit dem Attaché de Programm. Und nachher für wir einfach rundherum planen. Also unsere Sponsoren zum Beispiel haben Anlässe, die sie machen können während der Filmtage. Dann tue ich ihnen vorschlagen, was für Filme vielleicht noch geeignet wären, was sie machen könnten. Und dann plane ich all die Sachen mit ihnen dann rundherum. Dann können wir auch besser die Werbung machen, wenn wir einfach das Programm kennen. Und natürlich das Programmheft. Das muss dann in der kürzesten Zeit muss das nachher dann stehen. Genau, also du schaffst einerseits unter Zeitdruck und andererseits, was wir jetzt auch gehört haben, sehr viel mit Leuten zusammen. Zwischenmenschlich ist das sicher sehr wichtig. Inwiefern kommt dir dort vielleicht deine ursprüngliche Ausbildung entgegen? Du hast nämlich ursprünglich, bist du als Primarlehrerin ausgebildet, gell? Richtig, ja. Das ist schon sehr lange her. Aber es war meine erste Ausbildung. Das habe ich gemacht. 1993 bin ich, glaube ich, damals rausgekommen. Also in Luzern habe ich die Ausbildung gemacht. Und habe nachher auch ein paar Jahre wirklich Schule gegeben. Und ich denke, das hat mir schon etwas gebracht. Also vor allem auch lernen, vorher stehen und wirklich mal mit Leuten arbeiten und die zu motivieren, etwas auch zu machen. Wobei, das ist jetzt hier nicht so ein Problem. Also alle Mitarbeitenden kommen wirklich sehr gerne und gehen arbeiten hier. Also es macht eine Freude. Das ist schön zu hören. Und wie es schlussendlich an der Eröffnung ausgesehen hat, wenn alles parat ist, das schauen wir uns doch gleich geschwind an. Ja, wir sehen hier die Begrüssung an der Eröffnung der Solothurner Filmtage. Diverse prominente Schauspieler, wir sehen den Bundesrat, Zeraina Rohr, Direktorin, ganz viele Medien sind natürlich auch vor Ort. Wer wird hier noch alles eingeladen zu dieser Eröffnung? Das ist wahrscheinlich eine riesige Gästeliste. Ja, genau. Es ist ja in der Reithalle 900 Leute Platz. Und wir laden natürlich eigentlich über 1000 Leute einladen, weil es gibt ja dann immer solche, die nicht kommen können, leider. Und das ist schon eine grosse Arbeit auch, muss ich sagen. Also die Einladungen,
da geht es halt wirklich halt auch darum, zu haben, mal national, Ständerät, dann lokale Politik, dann all die Filmschaffenden, die einen Film haben im Prix du Public oder Prix de Soleil, sind sicher eingeladen. Leider können wir gar nicht alle Filmschaffenden einladen, es hat wirklich einfach zu wenig Platz. Und ja, lokale Prominenz, also es ist schnell, er ist schnell voll, oder der Saal von der Reithalle. Bei diesen Aufgaben interessiert es natürlich auch und bei diesen ganzen Momenten, wo es so darauf ankommt, kann ja auch mal etwas schief gehen. Du hast vorhin gesagt, dass das Jahr alles relativ rund gelaufen. Hat es gleich einen Moment gegeben oder so etwas, wo du gedacht hast, da ist jetzt vielleicht etwas nicht ganz so passiert, wie es hätte sollen? Wir haben wirklich am allerersten Tag, also es war eigentlich am Donnerstag, und zwar ist es darum um die Tagespässe gegangen, die wir für einen Freitag hatten. Also die Leute, die so einen Tagespass hatten, die haben am Freitag am Morgen, dort wo das Fenster aufgegangen ist, zum Reservationen machen, nicht können reservieren, weil es eine Fehlermeldung gegeben hat. Das ist, irgendetwas war falsch konfiguriert gewesen. Und das ist natürlich dann schon so ein Schreckmoment, wenn man merkt, dass jetzt die Leute, die gewartet haben, weil wir sagen ja immer, es geht am Tag vorher, auf die 8:30 geht das los mit dem können reservieren, und die haben in diesem Moment nicht können reservieren. Und dort haben wir etwa schon eine Stunde hat das nachher gebraucht, dass wir das haben können beheben. Und das ist natürlich sehr unglücklich, tut einem leid für eben die Leute, die ausgerechnet am Freitag einen Tagespass haben, dass das so rausgekommen ist. Das ist so für mich das Wermutströpfchen, das es gegeben hat. Ist das für dich ein unangenehmer Moment gewesen, in diesem Moment? So ein bisschen, ist man da selber blöd? Fühlt man sich doch ein bisschen schlecht, oder wie ist das? Ja, also schlecht, wie soll ich sagen? Es ist für mich einfach... Man will ja gute Dienstleister sein und man hat Freude an allen, die an den Solothurner Filmtag die besuchen und auch Tagespässe kaufen. Wir leben ja auch ein bisschen von dem. Und wenn nachher so treue, das sind sehr viele natürlich treue Besucher, die wissen, wie es geht, und wenn sie dann nachher in diesem Moment nicht reservieren können, verstehe ich natürlich, dass das Unmut gibt und dass sie verärgert sind. Und das möchten wir natürlich möglichst vermeiden. Und dass das gerade am ersten Tag passiert, das ist halt wirklich unglücklich. Aber ich glaube, sonst kann man sagen, wie du auch schon gesagt hast, es ist wirklich sehr wenig passiert, wo man gelesen hat, dass es nicht funktioniert hat. Gerade auch mit dem Ticketing, da sind wir uns ja sowieso schon ein bisschen gewöhnt von den vergangenen Jahren. Ich glaube, das war das Jahr eine gute Ausgabe gewesen, was das angeht. Ja, das stimmt. Wir haben auch gemerkt, dass natürlich die Leute haben sich schon ein bisschen daran gewöhnt, wie es funktioniert. Und wir haben wirklich die Performance auch von den Scanner wirklich erhöhen. Also es ist viel schneller gegangen, auch nachher die Abwicklung in den Saal und so. Also dort sind wir wirklich zufrieden, wie das jetzt unterdessen geht, wie das läuft. Du bist jetzt knapp ein Jahr in diesem Amt. März 2018 hast du angefangen. Das war, wie du gesagt hast, deine ersten Filmtage. Was würdest du dir selber für eine Note geben, wenn wir jetzt wieder beim Thema Lehrerin sind? Ja, das ist jetzt, finde ich jetzt ein bisschen schwierig, mich selber zu beurteilen, weil ich bin wirklich nur so gut gewesen, wie mein Team. Es klingt so nach einer Plattitüde, aber es ist wirklich so. Also ich habe sehr viel Hilfe gehabt. Sehr viel also von meinem engsten Team auf der Geschäftsstelle, über die Serena, die wirklich immer da war und wenn ich eine Frage habe, geholfen hat. Plus nachher jetzt auch ganz am Schluss all die Mitarbeitenden, die mitgeholfen haben. Ich konnte irgendwo in einem Notfall anrufen beim Bauchef und sagen, wir müssen das noch haben oder das ist noch der Wunsch. Und dann ist es einfach geheißen, das ist super, kommt gerade und so kein Problem, macht er keine Sorgen. Und so kann man natürlich auch ruhig sein. Die Leute haben mir so viel Vertrauen gegeben, dass das so gut gelaufen ist. Darum, ich würde mich jetzt selber ungern bewerten. So. Aber da kann man sagen, das Team hat gut funktioniert und du bist zufrieden mit dieser Ausgabe, mit deiner ersten Ausgabe. Ja, ich kann sogar sagen, ich bin sehr zufrieden. Also, es gibt sicher auch noch Sachen, die man verbessern kann. Jetzt, wo ich auch alles kenne, ich habe viele Sachen müssen machen, die ich keine Ahnung hatte. Jetzt auch gerade im ganzen Bereich von eben Beschilderung oder wie es nachher aussieht an einzelnen Spielstellen. Dann hat es etwas gehabt, das hat Wandplatten. Und ich wusste, ja, ich muss die Wandplatten, aber ich weiss gar nicht recht, wie die aussehen. Und ich bin zwar letztes Jahr ein bisschen schnuppern an den Filmtagen, aber ich habe jetzt die Wandplatten vielleicht
nicht so fest beachtet. Ich habe mich auf anderes geachtet. Und das hat es so schwierig gemacht, auch zu wissen, immer, von was rede ich eigentlich und was verantworte ich da. Und darum ist es toll, wenn man es jetzt eine Stunde gemacht hat und gesehen hat, ja, jetzt, aha, das ist das und so. Also, das hilft sehr und so kann man sich nachher dann auch wieder einen Schritt weiterentwickeln und verbessern. Ja, wenn wir gerade beim Verbessern sind, jetzt ist ja die strengste Zeit gerade durch, das Projekt quasi abgeschlossen, das Festival für dieses Jahr. Ist jetzt Ferien oder macht man sich jetzt gerade daran auszuwerten und eben zu überlegen, was können wir verbessern, was können wir anders machen? Das ist genau so. Jetzt ist der Zeitpunkt eigentlich, wo es bei uns allen noch sehr präsent ist. Es geht so schnell wieder vergessen, was war und dass man wirklich jetzt eine Auswertung macht. Das machen wir jetzt. In zwei Wochen oder in drei ist dann mit dem grossen Team. Jetzt tun wir einfach innerhalb der Geschäftsstellen auch. Ich tue natürlich auch Feedbacks reinholen bei den Sponsoren. Wie haben sie es empfunden? Weil das ist für uns natürlich auch sehr wichtig, dass sie dann auch zufrieden sind. Und ja, und nachher verdanken alles und dann geht es wirklich schon in die Planung von der 55. Solothurner Filmtag. Ja, also quasi gar keine Pause dazwischen, man sieht das. Also schon ein bisschen. Schon ein bisschen Pause. Gibt es noch ein bisschen Ferien? Gibt auch noch Ferien. Hoffentlich auch. Ich glaube, das hat er verdient, das ganze Team. Wenn wir jetzt schon ein bisschen vorausschauen, auf die nächste Ausgabe, apropos Veränderungen. Da hat Zeraina Rohrer in einem Interview mit der Solothurner Zeitung gesagt, nächstes Jahr gäbe es schon eine Neuerung, die feststeht. Und zwar gäbe es eine Online-Edition für einen Schweizer Film. Kannst du uns darüber eventuell schon ein bisschen etwas Neues erzählen? Gibt es da etwas, was man weiss schon? Oder wie sieht das aus? Ich bin das Projekt nicht stark involviert. Also ich kann nicht viel mehr Details geben. Aber das gibt es. Das Projekt heisst Filmo. Und da werden alte Schweizer Filmklassiker werden digitalisiert. Und sollen auf den gängigen Plattformen den Leuten zugänglich gemacht werden. Mhm. Und der Kickoff für das Filmo-Projekt, das ist dann im Juni. Und dann hört man sicher noch mehr über das. Und, aber ich denke, das wird uns noch viel Freude bereiten, weil wir wollen ja wirklich so das Film als Kulturgut auch weiter erhalten und nicht, dass all die Filme, die halt nicht digitalisiert sind, wie verloren gehen. Ja, das klingt immer schon sehr spannend, ja, da freuen wir uns drauf. Apropos Insider-Wissen, vielleicht kannst du uns noch geschwind erzählen, wie eigentlich der Trailer von den Solothurner Filmtagen entsteht. Wir sehen den hier gerade geschwind. Das gibt alle Jahre, gibt es so einen aufwendig gemachten Trailer für die Filmtage. Habt ihr hier eine Partnerfirma oder sind das Filmschaffende, die das machen oder wie sieht das aus? Wir haben einen Partner, der das für uns macht und er ist ja gemacht eigentlich, der Hintergrund ist das Visual, das wir jedes Jahr haben, also Plakat, das dann auch hängt und dort hat es ja so Filmstills, Bilder drin von Filmen, die irgendwann schon an den Solothurner Filmtag gezeigt worden sind. Und wir geben nachher, macht die Grafikagentur, bereitet das Visual vor, aufgrund von Angaben von uns, was wir gerne ein bisschen zeigen möchten. Und dann wählen die Bilder aus für das. Und diese Bilder sind ja eben aus Filmen. Mhm. Und nachher geben wir es an einen Partner, der dann beauftragt ist, den Trailer zu machen, bekommt die Filme über, wo die Bilder daraus stammen. Und der tut nachher aus dem dann den Trailer gestalten. Das ist eigentlich so ein rückwärts gerichteter Prozess in dem Fall. Wenn es erst Bilder sind und dann wieder der Film, wo sie eigentlich daraus stammen. Genau. Wie ist die Auswahl für diese Filme? Wie kommt man auf die? Macht man sich durch ein Motto? Oder was sind die Kriterien, was man dort zeigt? Ja, wir haben jetzt dieses Jahr so ein bisschen, ich glaube, Bilder, das stellen wir einfach mal zur Verfügung an der Agentur. Aber wir geben ein bisschen vor und sagen, ja, wir möchten gerne so verschiedene Welten miteinander verbinden und neue, also ja, das so zusammensetzen neu. Und das, man sieht ja da die schwarze Schlange, das ist so ein bisschen so eine Filmrolle, wo eben dann die verschiedenen Welten miteinander verbindet und zu einem neuen Ganzen zusammenfügt. Und das ist so ein bisschen das, was wir vorgeben. Und dann wählen sie natürlich mehr auch ein bisschen nach grafischen Aspekten, wählen sie ein bisschen aus, wie sie das umsetzen, unseren Wunsch. Und das ist eigentlich der Ursprung. Und wir geben nicht vor, es muss aus diesem Film sein oder von dort, sondern ja, nehmen aus dieser Palette, die wir haben, und gestalten etwas Schönes, Spannendes daraus. Mhm.
Also man sieht auch dort, die Zusammenarbeit wird sehr wichtig mit anderen Leuten, mit anderen Stellen, mit anderen Firmen. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen das Kernelement von deinem Job, oder? Die Koordination von ganz vielen verschiedenen Aufgaben. Genau. Ja, es ist sehr vielseitig. Also, wir haben wirklich sehr viele Leute, die wir mit ihnen zusammenarbeiten, sehr viele Firmen, die wir zusammenarbeiten. Und das, da braucht es halt jemanden, der das einfach ein bisschen koordiniert, der ein bisschen weiss, wer wo was ist, wer was macht. Das sind zum Glück auch das sehr viele langjährige Partner, die wir dort haben. Das hat mir jetzt zum Beispiel als Neue auch sehr, ist mir sehr entgegengekommen, weil gewisse Sachen hat mir einfach meine Vorgängerin aus Zeitgründen nicht können übergeben. Es sind so viele kleine Details. Und manchmal musste ich es wirklich bei den externen Partnern sagen, wie hat man das damit gemacht? Und die haben mir dann auch zum Teil wieder weiterhelfen. Natürlich ist es so, dass du nicht einfach in das kalte Wasser reingekumpelt bist ohne Background, sondern du hast durchaus Erfahrung in so Aufgaben. Du warst beim DEZA, bei der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, als Programmchefin, glaube ich, Programmbeauftragte heisst das, genau. Hast dort verschiedene Projekte konzipiert und umgesetzt. Nachher warst du auch noch Generalsekretärin beim Swiss Paralympic. Inwiefern hat dir diese Aufgaben vielleicht geholfen, dich auf diese neue Rolle einzustimmen? Ja, sehr. Also ich denke, man nimmt ja immer ein bisschen etwas mit, was aus den vergangenen Stellen und auch aus dem ganzen Leben, so ein bisschen ein Rucksäckchen, das man packt. Und ja, ich denke, gerade bei Swiss Paralympic, die Erfahrung von halt auch ein Büro leiten und dort war es halt auch sehr vielseitig. Also ich musste auch die ganzen Sponsorenakquise machen, Finanzierung sicherstellen, dort war es mit den Sportlern, jetzt ist es mit Filmschaffenden zusammenarbeiten. Dort habe ich schon sehr viel gelernt, auch ein grosses Netzwerk können aufbauen. Man würde vielleicht denken, ja, Sport und Kultur hat jetzt nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun, aber wir haben schon mehrmals festgestellt, dass das eben trotzdem so ist. Jetzt eben gerade bei den ganzen Sponsoren, es hat so viele grosse Schweizer Firmen, die halt unterstützt Sponsoring machen im grossen Stil, gibt es halt dann wieder gleich auch nichts. Und die Berührungspunkte, aber Sport und Kultur sind dann doch da. Also ich habe schon sehr viele Partner schon kennt, aus meinen früheren Tätigkeiten. Das hat sich der Einstieg ja auch zumindest ein bisschen vereinfacht. Oder? Definitiv, ja. Genau. Gut, ja, das klingt super spannend, was du machst. Und zeigt sich, es ist schon gut rausgekommen, die Premiere. Ich wünsche dir für die Zukunft natürlich nur alles Beste. Und wir freuen uns auf nächstes Jahr, dass du noch ein bisschen erhalten bleibst, das Altonenfilmtag. Und danke dir vielmals für den Besuch bei uns. Und auch euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke vielmals fürs Interesse. Das war der SoTalk. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag, gute Woche und bis zum nächsten Mal.